Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute der Disney Plus Faktencheck. Im März 2020 startet Disney mit einem eigenen Streamingdienst Disney Plus in Deutschland. Der Wettbewerb im Kampf um den Streaming-Thron wird härter und das vielfältige Angebot zunehmend unübersichtlicher. Wir haben uns das Angebot der Unterhaltungsplattform genauer angeschaut und alle bisher bekannten Informationen zum Inhalt, Umfang und Kosten von Disney Plus zusammengefasst. Der Preis. Was kostet Disney Plus in Deutschland? Disney Plus kostet 6,99 Euro pro Monat in Deutschland. Wer dem Filmstudio Disney vertraut und quasi ein Katze-im-Sack-Angebot in Anspruch nehmen möchte, kann auch direkt das Jahrespaket für 59,99 Euro buchen. Dabei erträgt das Ersparnis ganze 2 Monate. Content. Welche Inhalte bietet Disney Plus? Satte 45 neu produzierte Serien und Filme sind bis November 2020 offiziell von Disney bestätigt. Diese setzen sich aus 25 Originalserien, 10 eigenproduzierte Filme und Specials zusammen. Zudem sollen über 400 Mediathek-Inhalte für Abokunden auf Abruf inklusive sein. Es handelt sich dabei um bekannte Trick- und Animationsfilme aus dem Hause Disney sowie deren Fortsetzungen. Im Paket finden sich hochkarätige Lizenzen wie die gefeierten Pixar-Filme, die Lucasfilm-Highlights von Star Wars und Indiana Jones, weiterhin auch alle Marvel-Produktionen und Filme von 21st Century Fox. Auch frühere Filmveröffentlichungen wie etwa Fluch der Karibik oder Flubber dürfen demnach enthalten sein. Aus der Werbung ist bereits bekannt, dass zum Start sämtliche Star Wars Filme und alle Staffeln von Die Simpsons abrufbar sein werden. Ebenso dürfen sich Familien auf reichlich Unterhaltung mit Die Eiskönigin 2 und Maleficent 2 freuen. Das Nachsehen haben die großen Streamingdienste wie Netflix, Maxdome oder Amazon Prime Video. Denn kommende Star Wars Filme wie Star Wars 9 werden dort nicht mehr erscheinen, sondern direkt im Streamingdienst Disney Plus. Eigenproduktion nur noch auf Disney Plus. Der große Vorteil einer eigenen Streaming-Plattform ist natürlich, dass sogenannte Originals als erstes auf Disney Plus landen werden. Disney-Filme und Serien, die exklusiv für das Streaming-Portal produziert worden sind, wie zum Beispiel die Marvel-Realserien. Angekündigt wurden weiterhin 3 Star Wars-Serien und The Mandalorian über einen Kopfgeldjäger, ein Rogue One-Spin-Off über den Spion Cassian Andor sowie eine Serie über Obi-Wan. Welche Features bietet Disney Plus? Es soll zu sämtlichen Filmen Bonusmaterial geben, wie etwa Deleted Scenes, Dokumentationen und Audiokommentare. Das dürfte absolute Fans von Filmen und Serien freuen. Die Geräte. Wie kann ich Disney Plus schauen? Zum deutschen Start wird der Streamingdienst auf allen bekannten Geräten und Herstellern zur Verfügung stehen. Das war zu erwarten und alles andere wäre grob fahrlässig von Disney. Das heißt, du kannst es über Apple, iPhone, iPad, iPad Touch oder Apple TV, über Google und die Android Smartphones und Tablets, über Microsoft, über die Xbox, über Sony und der PlayStation 4 natürlich, Amazon, Fire TV Stick, über alle Samsung Modelle und alle LG Modelle hinaus, überall wo es eigentlich wo du eigentlich auch einen Smart-TV-Zugang hast, wirst du Disney Plus empfangen können. So, das war es mit dem kleinen Faktencheck über Disney Plus. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr von Disney Plus haltet. Findet ihr es einfach nur ultra nervig, dass es jetzt einen neuen, weiteren Streaming-Dienst gibt, den man dann auch nochmal bezahlen muss? Oder findet ihr es cool, dass sämtliche gute Disney-Filme und Produktionen an einem Ort zusammenkommen und ihr die vielleicht für einen erschwinglichen Preis, wenn ihr das so denkt, haben könnt. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.